Wir haben Spooktober und deswegen zeige ich euch heute die 8 unheimlichsten und seltsamsten Dinge, die es bei Sims 4 zu finden gibt. Für das allererste reisen wir nach Sanmaishuno und zwar in das Modeviertel. Hier gibt es nämlich eine sehr, sehr unheimliche Wohnung. Es ist diese Wohnung hier drüben, die wirklich super günstig ist, aber das hat auch einen Grund. Und die Wohnung sieht halt wirklich einfach total unscheinbar aus. Bis man diesen Teppich hier zur Seite schiebt oder ganz verkauft. Unter dem Teppich befindet sich nämlich eine Umrisszeichnung von einer Leiche, also von jemandem, der hier gestorben ist. Und das lässt sich auch nicht entfernen. Also in dieser Wohnung wurde jemand ermordet. Die Wohnung haben sie möbliert gekauft, also davon wussten sie wirklich gar nichts. Und was ich auch noch gehört habe, ist, dass anscheinend hier manchmal so ein richtig modriger Geruch aus dem Boden aufsteigt. Also anscheinend lag die Leiche schon etwas länger hier und ist in den Boden eingesickert. Ja, oh Leute, ich bekomme da mega Gänsehaut. Für den nächsten unheimlichen Fakt müssen wir in eine verborgene Welt reisen und dafür sehen wir uns diesen Baum hier in Willow Creek an. Und nachdem wir dann einige Fragen beantwortet haben, kommen wir hier auf diese Waldlichtung, die auf den ersten Blick wirklich wunderschön wirkt. Wenn man aber genauer hinsieht und tiefer in den Wald hineingeht, dann sieht man ab und zu ein paar unheimliche Augen aufblitzen. Das passiert immer mal wieder, also wir sind hier nicht ganz unbeobachtet. Das ist schon echt mega unheimlich. Da bekomme ich direkt einen Verfolgungswahn. Die nächste Sache, die wir uns anschauen, ist eher absolut seltsam als unheimlich. Wobei, schauen wir mal. Wir geben dafür als erstes mal den Testing Cheats True Cheat ein. Und wenn wir dann auf die Shift-Taste oder auf Deutsch auf die Umschalt-Taste drücken, dann erscheinen diese beiden Optionen. Und eine davon ist als Kopf festlegen. Und wir schauen uns das jetzt mal an und... Oh mein Gott, warum ist der auch so riesig? Okay, das Kind hat jetzt einen Teppich als Kopf. Da seht ihr, wie er damit rumläuft. Das ist einfach so unfassbar bescheuert. Und ich weiß einfach bis heute nicht, für was das gut ist. Wir können das Ganze auch mal mit einem Sessel probieren. Oh mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was könnten wir daraus für ein lustiges Video machen? Ganz ehrlich, seht euch das an. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was wir da natürlich noch machen können? Wir werden jetzt natürlich die Toilette als Kopf benutzen. Also wir drücken wieder auf als Kopf festlegen und das Ganze sieht dann so aus. Leute, ich kann wirklich nicht mehr. Kann man diese Toilette... Dann, nee, nicht im Ernst, oder? Okay, let's go. Viel Spaß. Das will ich jetzt sehen. Oh, nein, das macht er nicht gerade im Ernst. Oh mein Gott. Gott. Das Kind hat jetzt die Badewanne als Kopf. Kann die Mama oder wer auch immer das ist, kann die da drin jetzt baden gehen? Nee, sie schickt sie einfach weg. Wow. Was ist da gerade passiert? Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Hä? Oh mein Gott, ich glaube, ich zerstöre mein Spiel gerade. Schon wieder. Mit dem hier kann man echt so viel Blödsinn anstellen. Oh mein Gott, wo ist der Sim jetzt hin? Wow, okay, also das Schild hat sie wirklich komplett eingenommen. Leute, damit kann man so viel Blödsinn machen. Es ist so seltsam, aber ich liebe es einfach so sehr. Das nächste ist auch nicht weniger seltsam. Wir können nämlich mit dieser Taste hier Sachen schrumpfen, also Möbelstücke schrumpfen. Aber die Sims können sie trotzdem noch benutzen. Und ihr wisst, was ich hier gerade vorhabe. Unser glückliches Pärchen hat jetzt einfach beschlossen, noch ein Baby zu bekommen. Und ich wünsche ihnen ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. In diesem Minibett. Und wir sind einfach live dabei. Und so sieht das Ganze dann aus. Wenn wir das Bett geschrumpft haben, was hat die Frau auf ihren Oberschenkeln? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Oh, doch, das sind ihre Schlappen, Leute. Das Spiel macht mich manchmal so fertig. Es ist so seltsam. Vor allem dieser Schlag ins Gesicht. Was soll das bitte sein? Aber hey, wow, das ist die Action, die unsere Sims offensichtlich unter der Bettdecke immer haben. Das, was wir normalerweise nicht sehen. Ja, also Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mir sicher, so entstehen keine Babys. Wir schrumpfen jetzt auch mal die Toilette und schauen, ob man die noch benutzen kann. Yep, es funktioniert tatsächlich, sieht aber halt auch einfach super seltsam aus. Aber hey, wenn man nicht viel Platz hat in der Wohnung, sehr praktisch zum Platz sparen.
Und wenn wir gerade in San Myshuno sind, dann zeige ich euch das nächste Unheimliche. Wir sind ja hier in der Großstadt und deswegen laufen hier auch ganz viele Sims rum, damit es einfach belebter wirkt. Wenn man sich die Sims aber mal genauer ansieht, oh Gott, sieht man, wie unglaublich unheimlich die aussehen. Ich meine, oh mein Gott, als ob das kein Nightmare-Fuel ist. Schaut euch diese Frau an, das ist schon echt ultra dramatisch. Diese Blicke auch von diesen Menschen, ey. Ich weiß nicht, ob es mir nicht lieber wäre, wenn hier einfach niemand laufen würde. Oder wir schauen einfach nicht so genau hin. Ah, ich habe schon wieder überall Gänsehaut. Unser Sim ist zurück von der Waldlichtung und wird ihrer Oma jetzt ein Blumenarrangement anfertigen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Aber das Ganze wirkt nur so nett und schön. Wir werden aus dem Blumenstrauß jetzt nämlich gleich mal eine Waffe machen. Und unsere Simin hat in ihrem Inventar zwei Todesblumen. Zufälligerweise. Und damit können wir die Blumen jetzt parfümieren. Und so wird aus dem wunderschönen Blumenstrauß ein sehr, sehr gefährlicher Blumenstrauß. Seht ihr das? Diese unheimliche Wolke da ringsherum. Und wir können diesen Blumenstrauß jetzt natürlich verschenken. Und wir werden es an niemand anderen als ihre Oma verschenken. Es tut mir so leid, dass wir dich dafür jetzt opfern werden. Denn wenn die Oma das Geschenk aufmacht und diese Blumen sieht, dann wird sie leider daran sterben. Ja, oh mein Gott, wir haben jetzt die Oma umgebracht. Wie sie noch ihren eigenen Puls misst. Oh mein Gott. Und die Nachbarn kommen gerade vorbei? Nee, das ist Flat. Oh mein Gott, Flat hat gerade mitbekommen, wie wir unsere Oma umgebracht haben. Upsi. Du hast nichts gesehen, Flat. Aber weißt du was? Wir haben ja nochmal eine Todesblume. Hier, bitteschön, lieber Flat. Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich habe ein ganz besonderes Geschenk für dich. Der Flat war übrigens gerade ein junger Erwachsener. Wenn man das nämlich Sims schenkt, die keine Senioren sind, dann werden sie dadurch ein paar Tage älter. Offensichtlich ist der Flat jetzt ein Erwachsener. Aber Senioren sterben leider daran. Das nächste habt ihr sicher schon mal gesehen, wenn ihr mit einem Kind gespielt habt. Manuel hat entdeckt, dass etwas Seltsames unter seinem Bett wohnt. Und Leute, das ist so eine Angst, die habe ich bis heute. Deswegen habe ich auch ein geschlossenes Bett, also dass da unten gar nichts sein kann, hoffe ich. Vor allem, wer weiß, ob der sich das wirklich nur einbildet oder ob das Monster wirklich da ist. Und da geht einfach das Licht aus. Und jetzt geht's wieder an. Wow. Hat mir einfach komplett die Stimmung genommen. Unser anderes Kind fürchtet sich vor dem, was in der Dunkelheit lauert. Die Finsternis dient einzig und allein dazu, die gruseligsten und furchterregendsten Kreaturen der Nacht unter ihrem Schleier zu verbergen. Oh mein Gott. Sie hat das Gefühl, als könnte jederzeit etwas aus der Dunkelheit hervorspringen und dieser Typ namens Vladislav ruft in letzter Zeit auch ständig an. Okay, das hat sie zu mir ein bisschen lustig gemacht. Aber ich verstehe voll und ganz, was sie meint. Ich habe auch so Angst im Dunkeln. Und zu guter Letzt haben wir dann noch dieses Gemälde hier. Ein Gemälde, wo ich mir wirklich denke, wer hängt sich sowas freiwillig auf? Unsere Sims können sich dieses Bild jetzt nämlich ansehen. Und mit ganz, ganz, ganz viel Glück wird dieser Clown jetzt gleich auch auftauchen. Was will man mehr? Dieses Gemälde erfüllt Miko mit tiefem Kummer. Bei intensiver Betrachtung soll die Trauer sogar von der Leinwand in den Raum fließen. Oh mein Gott, und da ist der Clown. Leute, nee, ich kann das nicht. Clowns sind wirklich so eines der unheimlichsten Dinge, die es gibt. Übrigens hat es jetzt auch noch angefangen zu donnern und zu blitzen. Hier ist jetzt dieser Clown, der unseren Sims das Mut lädt, was für eine Tragödie gibt. Lache, Clown. Lache über deine Tragik. Lache über die Wolke, die dein Leben oder deine Seele verdunkelt. Freunde, ich kann nicht mehr.